Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern diesen Gottesdienst gemeinsam. Ihr sitzt zu Hause, aber dank eurer Bilder kann ich mir sehr gut vorstellen, wie es wäre, euch hier vor mir zu haben. Als Gemeinde gehören wir zusammen, auch wenn wir an ganz unterschiedlichen Orten gerade sitzen. Wir wollen gemeinsam Gott begegnen. Wir feiern diesen Gottesdienst deshalb im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt wird's interaktiv. Jeder von euch schaut mal bitte nach, was er in seinen Hosentaschen hat. Normalerweise finden wir dann so Dinge wie ein Handy, Portemonnaie, diverse Schlüssel, vielleicht den ein oder anderen Gegenstand, den man braucht, um seinen Beruf auszuüben. Aber in diesen Tagen, da gibt es noch mehr Gegenstände, die uns so zu alltäglichen Begleitern geworden sind. Mittlerweile haben wir das alle verinnerlicht, Hände zu waschen. Desinfektionsmittel, Seife und da, wo es nicht klappt, Handschuhe. Einfach, dass Flächen, die ganz viele Leute berühren, gefahrlos berührt werden können. Wir sind es auch gewohnt, uns kein Lächeln mehr schenken zu können in der Öffentlichkeit. Spätestens ab nächste Woche gibt es eine Maskenpflicht. Und wir schützen uns und die anderen mit diesen Masken. Gleichzeitig gibt es auch Menschen, die arbeiten in noch ernsteren Situationen. Da ist zusätzlicher Schutz nötig, um sich und andere zu schützen. Und dann ganz allgegenwärtig der nötige gebotene Abstand. So fühlen wir uns sicher und sind sicher, zumindest äußerlich. Aber was ist, wenn ich mich jetzt bei all diesem Abstand plötzlich distanziert und isoliert führe? Es gibt keine Umarmungen mehr, ich begegne Menschen nur noch auf Distanz. Was ist, wenn ich vor allen Sorgen plötzlich nicht mehr die anderen und Gott sehen kann? Wenn es mir die Sprache verschlägt, vor Ungewissheit und Angst vor dem, was kommen kann, dann stehe ich plötzlich wieder schutzlos da. Was ist, wenn all meine Sorge mich überwältigt? Wohin damit? Mit meiner Angst, der Ungewissheit. Der israelische König David hat Worte gefunden, die uns hier ein Trost sein können. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Ja, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir durch die Technik miteinander verbunden sein können. Wir können heute Morgen keinen Gottesdienst miteinander in der Viktoriastraße feiern, aber durch dich sind wir miteinander verbunden. Wir haben vorhin in dem Psalm von dem guten Hirten gehört und wollen nachher in der Predigt noch mehr darüber nachdenken. Und ich danke dir dafür, dass du dieser gute Hirte bist. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du jetzt weißt, wer dieses Video anschauen wird, was ihn bewegt, wo er sich gerade befindet, was ihn herausfordert. Ich danke dir dafür, dass du diejenigen kennst, die jetzt eine besonders stressige Zeit erleben, und ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, mit all den Herausforderungen fertig zu werden. Ich danke dir aber auch dafür, dass du diejenigen siehst, die jetzt eher mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Sei du bitte auch bei ihnen. Tröste du sie, ermutige sie.
Vater, du weißt, wem es gesundheitlich nicht gut geht. Danke, dass du auch ihn anrühren willst. Und danke noch einmal, dass wir durch dich verbunden sind. Segne jetzt das Miteinander, was wir auch durch die Technik haben dürfen. Und segne uns nachher dein Wort, wenn wir es hören, dass es uns persönlich anspricht. Amen. Hallo, ihr lieben Gottesdienstbesucher, Mitarbeiter und Freunde. Auch ich möchte euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, diesen Gottesdienst online anzuschauen. Heute ist der sogenannte Gute Hirtensonntag. Der Gute Hirtensonntag erinnert uns daran, dass Jesus Christus unser guter Hirte ist. Und das gilt auch ganz besonders in einer Krisenzeit, wie dieser, in der wir gerade leben, der Corona-Krisenzeit. Ich möchte zu diesem Thema einen Predigttext aus dem Johannesevangelium lesen. Johannes 10, die Verse 3 bis 30, aber in einer leicht abgeänderten Reihenfolge. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Dem guten Hirten öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine Schafe einzeln mit Namen aus der Herde heraus und führt sie hinaus. Wenn er seine Schafe dann alle hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören
und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Denn meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie mir entreißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand kann sie ihm entreißen. Ich und der Vater sind aber eins. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Knecht, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Denn einem bezahlten Knecht geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich aber bin gekommen, ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich, der gute Hirte, lasse mein Leben für die Schafe. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Denn so lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Soweit der Bibeltext. Ich weiß nicht, welches Bild sich in euch entfaltet, wenn ihr über einen Hirten nachdenkt. Ich muss da immer an einen Hirten aus Süddeutschland denken, den ich dort kennengelernt habe. Dieser Hirte, der hatte eine größere Schafherde, zwei Schäferhunde und so eine Art Bauwagen, den er von einem Ort zum anderen ziehen ließ. In diesem Bauwagen hat er gelebt. Tag und Nacht war dieser Hirte in der Nähe seiner Schafe. Er verbrachte die ganze Zeit mit ihnen. Egal welches Bild wir so vor uns haben, eins ist klar, ein Hirte, der lebt mit seinen Schafen. Was sie erleben, ihr Schicksal, ist auch sein Schicksal. Er erlebt es mit. Aber er lebt nicht nur mit den Schafen, er lebt auch für die Schafe. Er ist ganz eng mit ihnen verbunden. Und wenn es den Schafen gut geht, dann weiß der Hirte, geht es auch ihm gut. Denn das ist ja sein Erwerb, das ist dein Lebenseinkommen, was er bekommt. In der Bibel werden immer wieder Hirten erwähnt. Da sind einige, die sind von Berufswegen Hirten. Mose zum Beispiel, der passte auf die Schafe seines Schwiegervaters in Midian auf. Oder David, der die Familienschafe beaufsichtigt hat und gegen Bären und Berglöwen verteidigen musste. Manchmal wird aber auch der Begriff Hirte für die Anführer des Volkes gebraucht. Menschen, die als Leiter, als Könige, Priester oder auch als Propheten dem Volk vorangingen. Da gab es schlechte und gute Leiter. Und beide werden in der Bibel erwähnt. Ja, und schließlich wird dieses Bild auch für Gott verwandt. Gott und sein Sohn Jesus Christus sind der gute Hirte. So wie es auch hier in unserem Text erwähnt wird. Ich finde, dieses Bild vom Hirten ist eins der schönsten Bilder, die die Bibel uns bringt, neben dem Bild, dass Gott auch Vater ist und wir Kinder sein dürfen. Denn es zeigt uns, wie fürsorglich Gott ist, wie gut er es mit uns meint und wie er gerne und ja, freundlich nach uns schaut, wie er für uns da ist. Und das finde ich so ermutigend, so tröstlich. Ich möchte mit euch noch ein bisschen mehr über diesen guten Hirten jetzt nachdenken. Drei Gedanken sollen uns dabei leiten. Der gute Hirte ist nicht unbekannt. Der gute Hirte kennt seine Schafe und der gute Hirte will das Beste für seine Schafe. Wenden wir uns dem ersten Punkt zu. Jesus Christus, der gute Hirte, ist nicht unbekannt. In unserem Text haben wir davon gehört, dass der Türhüter diesen Hirten kennt und ihm das Tor öffnet. Das Bild, was dahinter ist, ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Schon im Orient wurden die Schafe abends in ein Gehege hineingebracht. Manchmal Schafe von verschiedenen Hirten. Sie waren dort zusammen, damit sie in der Nacht behütet waren und die Hirten etwas Ruhe bekamen, schlafen konnten. Ein Nachtwächter oder Türhüter hat auf diese Schafe aufgepasst. Am nächsten Morgen
kam dann der Hirte und rief seine Schafe aus dem Gehege. Und das Spannende ist, die Schafe wissen tatsächlich, wer der Hirte ist, zu dem sie gehören, und hören nur auf seinen Ruf und kommen dann heraus. Wenn aber in der Nacht jemand kam und an der Seite über den Zaun geklettert ist, dann war es ganz eindeutig nicht der wirkliche Hirte. Diese Menschen kamen, um die Schafe zu stehlen, um sie heimlich mitzunehmen. Sie wollten sich nur bereichern. Warum benutzt Jesus dieses Bild? Ich glaube, Jesus möchte damit andeuten, dass es zur damaligen Zeit schon viele Hirten gab, die für sich in Anspruch genommen haben, eine Prophetie aus dem Alten Testament zu erfüllen. Gott hatte nämlich versprochen, wir können das bei Jeremia nachlesen und auch bei Hesekiel, dass er einen guten Hirten schicken möchte. Dieser Hirte sollte all die schlechten Hirten ablösen. Und so gab es immer wieder Menschen, die jetzt aufgetreten sind und diese Prophetie, diese Verheißung Gottes für sich in Anspruch genommen haben. Sie haben gesagt, wir sind diese guten Hirten. Aber letzten Endes wollten sie sich nur bereichern. Sie haben dem Volk mehr geschadet, als ihm gut getan. Als Jesus auftritt und sich als der gute Hirte vorstellt, nimmt er auf diese Verheißung Gottes Bezug. Aber im Gegensatz zu den falschen Hirten kann er ganz deutlich darauf hinweisen, dass er all diese Vorhersagen erfüllt, die Gott gemacht hat. Und so ist er den Propheten des Alten Testamentes bekannt. Er erfüllt das, was Gott gesagt hat. Jesus ist aber nicht nur in Einklang mit den Verheißungen des Alten Testaments, er ist auch dem Vater im Himmel bekannt. Denn er ist der Sohn Gottes. Und wer kennt einen Sohn besser als der Vater? Und wer kennt den Vater besser als der eigene Sohn? Ich finde ein sehr schönes Bild, was uns zeigt, dass Jesus sehr vertraut ist mit seinem himmlischen Vater. Sie sind zwei unterschiedliche Personen und doch ein Gott. Sie sind beide zusammen, dieser gute Hirte. Und wenn ich Gott besser kennenlernen möchte, dann darf ich auf Jesus Christus schauen. Er zeigt mir, wie Gott ist. In diesem guten Hirten entdecke ich die Liebe, die Barmherzigkeit, die Freundlichkeit des guten Vaters im Himmel, unseres Hirten. Die Jünger haben das nicht gleich verstanden und vielleicht geht es uns manchmal auch so. Einmal fragten sie Jesus, kannst du uns nicht den Vater zeigen, besser erklären? Und Jesus war da sehr traurig und machte ihnen klar, habt ihr noch nicht verstanden, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. In unserem Predigtext macht Jesus das doch eigentlich ganz deutlich. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. So kennt der Türhüter diesen Hirten und der Vater kennt diesen Hirten noch viel besser, denn er erfüllt den Willen und Plan des Vaters. Aber Jesus sagt, es gibt auch noch andere Schafe, die ihn kennen. Und damit meint Jesus Menschen aus unterschiedlichen Völkern und Nationen. Diese Verheißung, dass es einen guten Hirten geben wird, der den Menschen vorangeht, die wurde ja dem Volk Gottes zuerst geschenkt, dem Volk Israel, den Juden. Und auch hier spricht Jesus nun zu den Juden. Er sagt ihnen, ich bin euer guter Hirte, der verheißen ist. Jesus ist aber nicht nur der gute Hirte für dieses eine Volk. Jesus möchte auch der gute Hirte sein für Menschen aus allen Völkern und Nationen. Und so stellt er sich hier vor. Und dass er das sagt, macht uns deutlich, ja, auch wir, Menschen aus ganz anderen Kulturkreisen, dürfen Teil dieser großen Herde Gottes sein. Wir dürfen Schafe sein unter diesem einen Hirten, dem König der Juden, Jesus Christus. Jesus möchte, dass Menschen aus der ganzen Welt ihn kennenlernen und liebgewinnen. Das macht er ganz deutlich durch den Missionsbefehl. Er schickt seine Jünger in die ganze Welt hinaus und sagt, sie sollen aus allen Völkern Menschen zu Jüngern machen. Und damit unterstreicht er das nochmal, was er hier schon sagt. Jesus möchte wirklich Jünger aus allen Völkern und Nationen haben. Und deswegen dürfen wir auch zu dieser Herde gehören. Und ich finde es wunderbar, dass wir diesen Hirten haben. Der zweite Gedanke. Jesus Christus ist der gute Hirte, der seine Schafe kennt. Jesus
sagt hier in diesem Text, dass er die Schafe beim Namen kennt und jedes einzelne Schaf herausruft. Das bedeutet nichts anderes, als dass Jesus wirklich jeden Einzelnen kennt, der ihm vertraut und ihm nachfolgt. Dass er genau weiß, wie dieser Mensch ist. Er kennt seinen Charakter, er kennt seine Stärken und Schwächen und weiß, wie dieser Mensch tickt. Er kann deswegen auch ganz individuell auf jeden Menschen eingehen. Er weiß auch, wie du dich fühlst jetzt in dieser Krisenzeit, was dich bewegt, was dich herausfordert, was dir schwerfällt. Ich finde das wunderbar, dass Jesus wirklich jeden Einzelnen kennt und nicht nur eine große Herde vor sich sieht, sondern genau weiß, wie jeder Einzelne lebt, was er braucht und wie es ihm gerade geht. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch über Leiterschaft gelesen. Da wurde Leiterschaft auch mit einem guten Hirten verglichen. Nun ist es wichtig, so wurde es in dem Buch erwähnt, dass ein Leiter seine Herde ganz genau kennt, weil ein Hirte nicht einfach ein x-beliebiges Schaf mit einem anderen austauschen kann. Eine Herde hat eine gewisse Ordnung, da passen gewisse Schafe rein von ihrem Charakter oder nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig für einen Hirten, jedes einzelne Schaf zu kennen. Auch Jesus stellt uns so zusammen, wie das passt. Er weiß, was wir brauchen als Ergänzung und Ermutigung. Und ich finde es schön, dass er das immer wieder tut. Gerade jetzt in der Corona-Zeit spüren wir ja, wie wir das Miteinander, die Gemeinschaft der anderen vermissen. Jesus kennt jeden Einzelnen. Und weil das so ist, können wir ihm auch vertrauen. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, dass dieser Hirte nicht nur die Schafe beim Namen nennt, sondern jedes einzelne Schaf auch wissen kann, dieser Hirte geht uns voran. Es gibt keine Situation, in die wir alleine gehen müssen. Es gibt keine Situation, wo wir vorangehen müssen und der Hirte erstmal vorsichtig guckt, was passiert. Jesus sagt, er selber kennt jeden Weg. Es gibt keine Situation, keinen Weg, die er nicht schon gegangen ist. Egal, wo wir hingehen, egal, was passiert, er wird mit uns sein. Und deswegen ist er jetzt auch bei dir und weiß, was du brauchst. Als Ehepaar konnten wir ganz viele Situationen miteinander erleben. Schöne, aber auch herausfordernde. Aber es gab immer wieder Situationen, die musste ich ganz alleine erleben. Zum Beispiel, wenn ich operiert wurde. Dann musste ich ganz alleine in den OP-Saal gehen. Da waren natürlich die Ärzte und Schwestern, aber keiner von der Familie konnte mitgehen. Ich fand das immer sehr hilfreich und schön, zu wissen, Jesus ist jetzt trotzdem dabei und ich bin in seiner Hand geborgen. In einem Lied heißt es, Gott hört dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wie großartig, dass Jesus, unser guter Hirte, uns ganz genau versteht, auf uns eingeht, mit uns geht und hört, wenn wir ihm etwas sagen. Und dazu lädt er uns ein. Ich finde es sehr schön, dass dieser gute Hirte uns so genau kennt. Die Frage ist aber, vertrauen wir diesem Hirten schon? Haben wir ihn auch schon ganz persönlich kennengelernt? Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Jesus ist nicht nur bekannt und kennt seine Schafe, nein, er möchte auch das Beste für seine Schafe. Jesus sagt, es gibt Menschen, die spielen sich als Hirten auf. Die wollen Macht und Einfluss haben. Die wollen bestimmen. Aber eigentlich meinen sie es gar nicht gut mit den Schafen. Sie denken nur an sich selber. Sie möchten eigentlich nur von den Schafen profitieren. Das haben die Menschen in der Geschichte immer wieder erleben müssen. Dass Menschen zwar nach Macht und Einfluss gestrebt haben, auch so getan haben, als wenn sie gute Leiter waren, aber in Wirklichkeit ging es ihnen nur darum, sich zu bereichern oder eben Macht auszuüben. Jesus ist so nicht. Jesus läuft auch nicht davon, wenn die Gefahr kommt, wie das manchmal Menschen tun, die dafür bezahlt werden, dass sie auf irgendjemand oder irgendetwas aufpassen und wenn es dann wirklich brenzlig wird, machen sie sich aus dem Staub. Jesus will wirklich das Beste für seine Schafe. Er denkt nicht zuerst an sich, an seinen Vorteil, an dem, was es für ihn bedeutet, sondern er denkt zuerst, was bedeutet das für die, die mir anvertraut sind? Was bedeutet das für die, die mir nachfolgen und mir vertrauen? Und ihr Bestes sucht er. Wir sind Jesus
nicht egal. Er möchte wirklich unser Bestes. Jesus möchte uns erfülltes Leben ermöglichen. Das betont er hier im Kontrast zu diesen falschen Hirten nochmal ganz deutlich. Ich aber bin gekommen, ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus möchte, dass wir glücklich sind, dass wir ein erfülltes, schönes, wertvolles Leben finden. Dazu möchte er uns helfen und ersetzt sich und sein Leben dafür ein, damit wir ein erfülltes Leben bekommen. Wir Menschen sehen uns ja nach Leben. Jeder von uns ist irgendwo auf der Suche, ein erfülltes Leben zu finden. Wir suchen es aber an sehr unterschiedlichen Plätzen. Der eine sucht es in der Arbeit, jemand anderes im Sport, in seinen Hobbys. Wieder ein anderer sucht es in Vergnügen oder Besitz, vielleicht aber auch in Macht oder Titeln oder im Nervenkitzel. Wir alle haben da so unsere Wege, wo wir denken, wenn ich das mache und wenn ich mich damit beschäftige, dann finde ich erfülltes Leben. Aber vieles davon ist recht kurzlebig. Wir sehen uns nach sehr intensiven Erfahrungen, vielleicht sogar nach Rausch und Ekstase, aber sie gehen ganz schnell vorüber. Und ganz oft bringen sie eben nicht die Erfüllung, die wir uns ersehnen und nach der wir suchen. Jesus möchte uns zeigen, was erfülltes Leben ist. Und er kann das auch tun. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus Christus diese Welt mitgeschaffen hat. Durch ihn wurde diese Welt geschaffen. Und als Mitbegründer des Lebens weiß er auch, wie Leben geht. Er weiß, was Leben bedeutet, was Leben schön macht und wertvoll macht. Und was echtes Leben ist. Er möchte nicht, dass Leben aus zweiter Hand nur da ist. Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich eine Reise selbst machen kann und vor Ort die Menschen und das Land erlebe oder ob ich nur in einem Buch davon lesen kann. Das selber zu erleben ist das Reale, das Wirkliche. Das Lesen ist nur aus zweiter Hand. Oder vor einiger Zeit habe ich mich mal mit Second Life auseinandergesetzt. Das ist ein Computerspiel, wo man in eine Rolle schlüpft, solch eine Figur bildet und dann in dieser virtuellen Welt sich ein Leben aufbauen kann. Auch das ist kein echtes Leben. Es ist nur ein zweites Leben, wie sich das schon nennt, und keine Wirklichkeit und kann deswegen auch nie eine tiefe Erfüllung bringen. Eine tiefe Erfüllung finden wir Menschen nur in heilsamen Beziehungen zu Gott und zu Menschen. Und zu diesen heilsamen Beziehungen möchte Jesus Christus uns verhelfen. Weil er das Leben geschaffen hat, weiß er, wie Leben funktioniert. Und er möchte uns zeigen, was uns schadet und was uns gut tut. Was Leben fördert, aber auch was Leben verhindert. Die Frage ist aber, ob wir uns von ihm anleiten lassen, ob wir bereit sind, unser Leben ihm anzuvertrauen, damit er es gestalten kann und er uns dann wirklich auch zeigen kann, wie Leben funktioniert. Jesus möchte uns aber nicht nur hier und jetzt erfülltes Leben schenken. Jesus möchte uns sogar Leben schenken, das über den Tod hinausgeht. Auch das wird im Text erwähnt. Ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus. Seine Schafe dürfen wissen, sie bekommen nicht nur Hilfe und Unterstützung und Anleitung von ihm für das Leben hier und jetzt. Sie bekommen auch ewiges Leben von ihm geschenkt. Jesus kann das tun, weil er auf der einen Seite selber das Leben ist und auf der anderen Seite, weil er den Tod besiegt hat. Er hat einen Durchbruch geschaffen und nun dürfen Menschen ihm folgen und deshalb wissen, ja, wir dürfen leben, selbst wenn wir und unser Körper erstmal sterben muss. Jesus schenkt uns dieses Leben. Um uns dieses Leben zu geben, war ihm kein Opfer zu groß. Er hat es nicht nur einfach gesagt, dass ein guter Hirte sein Leben einsetzt für seine Schafe. Nein, er hat es auch wirklich gelebt. Jesus hat gewusst, dass wir schuldig werden und dass unsere Schuld uns von Gott trennt. Und deshalb hat er diese Schuld mit ans Kreuz genommen, hat sie ausgeräumt, hat sie vergeben und uns damit eine Möglichkeit gegeben, zu Gott und seinem Volk zu gehören, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Er brachte das ultimative Opfer für seine Herde. Er starb
damit wir leben können. Und er ist auferstanden, damit wir niemals mehr alleine sein müssen. Er hat nichts unterlassen, um uns zu helfen. Im Römerbrief lesen wir in Kapitel 8, in den Versen 31 bis 32, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Jesus bringt dieses ultimative Opfer. Er sagt, niemand nimmt mir dieses Leben. Ich mache das wirklich freiwillig. Keiner konnte Jesus dieses Leben wegnehmen, aber er gibt es hin. Er gibt sich selber in den Tod, damit wir leben können. Und weil er das tut, liebt der Vater ihn auch so. Und das ist verständlich. Ich denke, das ist für uns auch ein Grund, diesen Hirten zu lieben. Ich kann mir keinen besseren Hirten vorstellen, als den, den wir in Jesus Christus finden, der alles hingegeben hat, um uns zu helfen. Jesus Christus ist der Hirte, der dich ganz genau kennt, der wirklich dein Bestes möchte und der dich einlädt, ihn kennenzulernen. Dazu mache ich euch Mut. Die Frage ist, lassen wir uns einladen? Vertrauen wir unser Leben diesem Hirten an? Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Du hast die Verheißung erfüllt, die Gott uns gegeben hat, einen Hirten zu senden, der es wirklich gut meint mit den Menschen, der eher sein eigenes Leben hingibt, als das Leben seiner Schafe aufs Spiel zu setzen. Und ich danke dir dafür, dass du dieser gute Hirte bist. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du jeden Einzelnen von uns genau kennst und dass du weißt, was jeder Einzelne von uns benötigt. Ich danke dir auch dafür, dass du ganz individuell auf jeden Einzelnen eingehst und weißt, was diese Corona-Krise für ihn bedeutet. Danke, dass du das aber nicht nur weißt, sondern dass du wirklich dich jedem liebevoll und freundlich zuwendest, dass du unser Bestes willst. Vater, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen dort segnest. Wir möchten dich noch besser kennenlernen. Wir möchten dir das Vertrauen geben. Und wir möchten, dass du alle Bereiche unseres Lebens gestaltest. Wir sind froh darüber, dass wir einen guten Hirten haben, der mit uns geht, an jedem Tag, durch jede Situation. Und danke, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen oder hören können. Dir wollen wir vertrauen. Und Vater, gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Herr. Wunderbar,
Ende unseres Online-Gottesdienstes möchte ich euch jetzt noch den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und freue mich, wenn wir wieder voneinander hören.